Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Videotutorial. Ich bin Natalia Greger, ich bin professionelle Geigerin und ich leite eine Musikschule in Berlin, die ich selber gegründet habe. Und wenn ihr meinen Kanal mögt, dann bitte ich euch, ihn zu abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Und heute soll es darum gehen, wie wir in 5 Minuten 3 kleine Lieder lernen können. Ich zeige euch die Unterschiede und die Schwierigkeiten. Und die kleinen Lieder kann man auch schon spielen, wenn man noch erst ganz wenige Geigenstunden genommen hat. So, jetzt geht's los. Wir können jetzt 3 Lieder lernen, die man schon mit wenigen Stunden auf der Geige lernen kann. Und ich fange an mit einem Lied, was nur auf leeren Saiten ist. Leere Saiten bedeutet ohne Finger. Ich finde es vor allem am Anfang wichtig, dass man auf leeren Saiten streicht, damit man einen gepflegten Ton kriegt und dann man lernt, gerade zu steichen. Also gerade bedeutet, dass der Bogen parallel zwischen Steg und Griffbrett läuft, also so. Ich hoffe, das war jetzt gerade. Also nicht so, das ist jetzt der Kontrast, wie es nicht sein soll. Und so, das ist sehr schwer am Anfang vor allem rauszukriegen, weil von hier oben sieht irgendwie alles schräg und krumm aus und es ist sehr nah und man muss so ein bisschen schielen. Und er kriegt nach einer langen Zeit erst das Gefühl, was gerade streichen bedeutet. Und es ist enorm wichtig für den gepflegten Geigenton, der sich ja schön anhören soll, dass man gerade streicht. Und daher immer vor allem am Anfang, bevor ihr die Stücke mit den Fingern macht, wenn ihr noch nicht lange spielt, immer was auf leeren Saiten machen. Und dafür eignet sich hervorragend, vielleicht kennt es der eine oder anderen, mein Stück aus den anderen Tutorials auf der grünen Wiese. Nochmal zur Wiederholung, das geht so. Ja, das spielt sich ab auf den beiden Saiten D und A. Und es ist einmal schnelle Töne und einmal langsame Töne. Das ist viermal die D-Seite, also viermal die D-Seite. 1, 2, 3, 4. Dann zweimal langsam die A-Seite. Dann viermal die A-Seite, auch schnell. Und dann wieder zweimal die D-Seite langsam. Und dann geht es nochmal von vorne los. Und wenn ihr das gespielt habt, dann seid ihr schon mal eingespielt mit dem Bogen. Dann wisst ihr schon mal, wo der Hase langläuft quasi. Und als nächstes Stück möchte ich alle meine Entchen spielen in D-Dur, wie es vielleicht auch schon von meinem anderen Tutorial, wie lerne ich eine D-Dur-Tonleiter, eine elementare Tonleiter auf der Geige. Und alle meine Entchen ist das bekannteste Volkslied, was es glaube ich gibt. Und auch wenn ich jetzt euch vielleicht albern vorkommt, ist es super für den Anfang, weil es ist ja fast eine Tonleiter, es ist was sehr Elementares und auch ein bisschen ein Lied. Das geht, wenn ihr die D-Dur-Tonleiter schon könnt, es geht los auf der D-Seite. Das ist immer der Name einer Tonleiter, beginnt immer mit dem ersten Ton einer Tonleiter. Also D-Dur beginnt mit D, also D-Seite. Und dann kommen alle Finger nacheinander. Auf der D-Seite und dann kommt die A-Seite zweimal und jetzt kommt viermal, so wie auf der grünen Wiese, ist wieder abwechselnd schnelle und langsame Töne, also jetzt schnelle Töne und zwar 4 mit dem ersten Finger und dann nochmal 4 schnelle Töne mit dem ersten Finger und jetzt 4-mal mit dem dritten Finger auf der D-Seite. Zweimal langsam mit dem zweiten und dann 4-mal schnell mit dem ersten und dann ein langer Ton als Abschluss. Jetzt habe ich direkt das Lied gespielt und es versucht euch beizubringen, ohne es vorher nochmal vorzuspielen. Deshalb spiele ich jetzt nochmal zum Abschluss, wie es geht. Also wir legen wieder los auf der D-Seite und ich spiele es etwas langsamer dafür, da ich es nicht vorgespielt habe am Anfang. Ja.
möchte ich euch ein Lied vorstellen und empfehlen, was so standardmäßig nicht als Anfängerlied genommen wird. Und ich möchte euch das Lied deswegen beibringen oder zumindest teilweise beibringen. Das werden wir nicht so ausführlich machen wie Dedo-Ton, alle meine Entchen und auf der grünen Wiese, sondern etwas grober, wobei ich da zwei Sachen ganz besonders betonen möchte, die man dadurch ganz gut lernen kann. Und zwar möchte ich Bewegung und Geigespiel verbinden. Am Anfang habe ich gemerkt, sind alle Anfänger mal noch sehr steif. Und das kommt daher, weil Geige halten so schwierig ist und man auf so viele Dinge achten muss und den Bogen halten und hier halten und da gucken, dass man so ein bisschen angespannt dasteht, ganz steif und kaum noch Luft kriegt. Und das möchte ich durch diese Übung euch empfehlen, dass es aufgebrochen wird, diese steife Haltung. Weil Musik ist immer Bewegung und die Bewegung sollte man innen auch spüren, die Vibrationen des Tons, also auch innerlich nachvollziehen können. Und die zweite Sache ist, wir haben ja jetzt auch andere Stücke gehabt, heute bei dem Tutorial, wo es lange und schnelle Noten gibt. Und ich habe bei Anfängern und bei meinen Geigenschülern oft beobachtet, dass lange Töne schwer zu halten sind und oft gern abgekürzt werden und man rennt rein in den nächsten Ton. Das ist deswegen wahrscheinlich, weil man die schnellen Töne besser nachvollziehen kann. Da ist mehr los und man denkt in einem langsamen Ton, vor allem wenn man noch kein Vibrato drauf hat, da passiert ja gar nichts und da ist auch Musik. Deswegen ist diese Übung ganz gut und das Lied heißt Laurentia, liebe Laurentia mein. Wann wollen wir wieder beisammen sein? Das kenne ich als Kind habe ich das in Zeltlagern gespielt, wenn die Kinder noch ein bisschen aufgedreht waren und man sie ein bisschen bewegen musste, dass sie ein bisschen runterkommen. Und ich werde euch das Lied jetzt im Stehen vorspielen. Also ich mache meine Tutorials immer im Sitzen, weil sich das für Tutorials ein bisschen besser anfühlt, als wenn man da ein bisschen rumsteht im Raum. Also für euch ist es auch besser, wenn ihr übrigens im Stehen Geige spielt, weil das besser ist im Sitzen, ist zu viel verdreht und man wird noch steifer. Deswegen stehe ich auch jetzt auf für das Tutorial. Und jetzt spiele ich das Lied, während ich bei den langsamen Tönen in die Hocke gehe. Vorher singe ich das mal vor. Das ist nicht so leicht zum Nachmachen. Wer da jetzt nicht mitkommt, kann sich gerne an mich wenden. Dem schicke ich gerne die Noten. Und es geht auch los auf die D-Seite. Also es geht so. Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein? Am Montag. Und bei den langen Noten wollen wir jetzt immer in die Hocke gehen. Das geht dann so. Ja, ich weiß, wahrscheinlich wird es jetzt schwierig sein, dass ihr mitgespielt habt. Jetzt mal zur Orientierung noch, wer schon voll gut Lieder nachspielen kann, auch nach Gehör. Das Stück fängt auf der D-Seite an, so wie die D-Ton-Tonleiter auf der grünen Wiese und alle meine Entchen, ist aber nicht in D-Dur. Also bei Stücken ist es anders als bei Tonleitern. Die können auch mit einem Ton beginnen, der nicht der Namensgeber der Tonart ist. Hier in D-Dur ist aber in G-Dur. Das heißt, der zweite Finger auf der A-Seite ist nicht wie in D-Dur hoch, sondern er ist tief, ganz nah beim ersten. Ich spiele nochmal jetzt das Lied ganz langsam und gehe da nochmal in die Hocke bei den langen Noten. Und wer will, kann das ja übernehmen, auch für andere Lieder. Also bewegt euch immer zwischendurch, atmet beim Geige spielen. Und wer will, kann sich das jetzt nochmal anhören oder mitspielen. Achso, noch eine Besonderheit. Jetzt werde ich das Lied mit Aufstrich beginnen, weil das erst ein Auftakt ist. Nicht, dass ihr euch wundert, normalerweise beginnt man Auftakte mit Aufstrich. Und jetzt kämen noch die Wochennamen. Dieses Stück ist zu viel für ein Tutorial, um es nacheinander mit den Seitennamen und den Fingern zu machen. Wie gesagt, wer gerne das Stück haben will, den schicke ich die Noten zu. Wer sich jetzt so animiert fühlt von meinem Tutorial, der auch gerne Geigenunterricht bei mir nehmen will, kann mir eine Mail schreiben oder ein Kontaktformular ausfüllen. Die E-Mail-Adresse schicke ich gleich noch.